Moinsen, wir starten in den neuen Split mit den Placements in dem vierten Game. Smolder insgesamt rein. Viel Spaß mit dem Video. Sandy für Threads. Shenton, Shenlobelult, also ab Shen 6 muss ich auch aufpassen, dass ich keine Fights force, die oder Shen noch hinultieren kann. Als dann dumm, Botlane zu fighten normalerweise, außer Shen ist irgendwie low oder so. Ja, an Fiddlesticks Ult muss ich immer denken. Fiddlesticks 4, Fiddlesticks Silence. Jhin W, Maokai W, Maokai Ult, Shen Taunt, ne? Shen Taunt, Fiddlesticks Q kann ich cleansen. Jhin W kann ich cleansen, Maokai W kann ich cleansen, Maokai Ult kann ich cleansen. Ich werde, denke ich, Sans Vent to Spear gehen. Und danach machen wir Fantasie. Sind relativ tanky, ne? Weiß nicht, wie es als dritte Seite gehen soll. Probably Webfire, ne? Ja, wahrscheinlich, ja. Was für Fantasie, Webfire, dritte Seite. In der Lane können wir Level 1 ziemlich hart poken. Maokai ist kein Champ Level 1, außer er flasht auf uns. Kann der Ring ruhig nehmen. Push. War sehr smart, ihm den Kill zu geben, weil so hilft er mir pushen, ohne Arms zu nehmen. Sehr smart, ihm den Kill zu geben. So habe ich gleich seine Sympathie-Punkte bekommen. Ach du Scheiße, sonst braucht man ja auch ein BF-Sword mittlerweile. What? Digga. Ja, arme ADCs. Immer muss man bis 1-3 sparen. Ja, ich ihm den Kill doch nicht lassen sollen. Der Botlane ist nicht gut. Oh nein. Hätte aber Nami ist auch da. Killt ihn. Hat kein Flash. Oh, gute Bubble. Oh nee, mein Team ist zu gut. Geht, was ist ein schlechtes Movement? Er hat gewirkt. Channels. Ist er da reingegangen? Das ist krass. Das sagt doch alles. Wenn wir sie jetzt fällt, nicht. Oh mein Gott, ist einfach tot, ne? Weil der hat abgebrochen. I. Das stinkt so hart hier alles. Ja, Shen tankt mich mal, Mann. Er spielt Ghost Shen, Digga. Oh, ich hätte instant wegflashen müssen. Naja. Nee. Wenn ich meine Ult mache nach meinem W, ist das besser. Ja, das Gefühl, also wie schlecht das Shams gepickt als die. Deswegen ist kein Sheen zu haben aus dem Ult, das zackt aber auch einfach nur. Aber wann soll man Sheen bauen? Like a sense went to fucking Trinity klingt auch bad, no? Aber die nächste Channel flattern, Jungs. Die wird kommen. Na, warte. Ja. Und keine Waves ist tot. Annie kommt gleich. Das ist ja gut von ihm.
Ist gut von denen. Ja, also ich glaube, Rengar hat tatsächlich noch nie in seinem Leben gegen einen Shen gespielt. Er ist total verwirrt, was hier passiert. Oh, wird das Rengar hier treffen? Er ist killable. Wenn ich den krieg, wäre ich huge. Nein. Boah, das ist richtig risky. Boah, ich mag das Play gar nicht. Wir brauchen Kale. Wo ist unser Kale? Okay, nice, nice. Geht's ihm. Töten müssen, mein Bett. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir trollen. Wir haben angefangen zu trollen. Das ist schlecht. Und Jenny da. Können wir naschen? Oh, die Kate kauft Troll-Items. Aber hier ist nur mal okay. Der sollte uns nicht aufhalten können. GG, haben wir doch. Okay, trollt aktiv das Spiel. Naja, mal kaum mal zwei Smaller spielen, ist okay. Ist okay. Ich habe sehr schlecht gespielt. Wer verdient der Los? Wir porten die Kate auf jeden Fall, ne? Ist klar. Imagine, die wird eine Wave genommen und du. Die piest instant auf der Stelle, gehst Base und kaufst drei Seals. Was für ein Hurensohn bist du? So crazy. Mikael wird sehr stark. Ich bin komplett useless, ne? Ich schwöre, ich heale die Gegner. I don't know, das fühlt sich so schlecht an. Ich mache literally gar nichts. Ich war halt auch turbo behind, ne? Ich habe nicht gefarmt. Ich habe sehr viele Fehler gemacht. Wir haben jetzt 2-Einstieg, okay. Ich mag keine Weglense, dann lebe ich da, kriege ich ihn auch nicht, ne? Wir kommen auf jeden Fall knapp raus. Ich wusste nicht, wann Shen taunt hat. Deswegen bin ich so weit weggelaufen, weil ich nicht sterben wollte. Mehr muss ich aber einfach hitten, ne? Na, ist aber auch okay. Der Trade war noch okay. Jetzt ist der Jhin low, wir traden hier sehr, sehr gut. Richtig guter Trade. Jhin ultet, macht den Trade natürlich ein bisschen schlechter. Jetzt läuft die Nami straight runter, ist tot. Ich glaube nicht, dass der jemals traden kann, ehrlich gesagt. Ich stehe da sehr weit weg, ehrlich gesagt. Ich stehe so weit hinten vor Noisen, ne? Wenn ich hier stehe, das ist deutlich besser. Wenn ich hier stehe und sie so auf Nami committen, kann ich ja voll auf Jhin raufgehen. Ich hatte auch keinen Mana, ne? Ich hatte gar keinen Mana. Trotzdem sollte ich aggressiver stehen. Und Jhin B Auto-Tech-Tunen. Channel kommt. Und jetzt mache ich den großen Fehler, right? Ich dodge die erste Jhin ult. Er hat aufgehört zu ulti nach der zweiten ult, weil er dachte, er trifft mich nicht mehr. Ich gehe jetzt Base, right? Und anstatt jetzt meinen Base-Port durchzuziehen, versuche ich jetzt der Nami zu helfen, obwohl die noch zu dritt hier sind. Das ist richtig dumm von mir. Ich meine, ja, ich kriege hier Kill-XP. Aber jetzt greife ich den Shen an und sterbe durch Shen, weil Ghost hat und ich keinen Ghost habe. Jetzt ist der Jhin ja alleine, ich trade gegen ihn 1v1, das sind gute Trades. Ich outtrade ihn ziemlich hart sogar. Die Frage ist, wann ich ultien sollte in solchen 1v1-Trades. Hier sollte ich ultien, weil ich sollte, sobald ich den Slow treffe, sollte ich ultien. Ich sollte W into ultien, right? Ich sollte jetzt ultien. Ult out der Q. Also ich schlecht jetzt hier einen Tower-Shot zu nehmen, ne? Aber ich sollte meine Ult machen, während ich jemand slow ist. Smulldout ist so schwer zu treffen. Was? Wie besser hat Smulldout für eine Win-Wet? 44%. 45% hat dieses Bild. Lauf jetzt zu dem Top-Play hier, geht zu dem Shen, kriegen Assist, ist gut. Jetzt fall ich das auch, wir kriegen noch einen Kill. Jetzt starten wir Herald, was kein Play jemals ist. Ich muss ja einfach den Herald abcallen und Base gehen, right? Ich muss Plays abcallen, ja? Ich calle keine Plays ab.
Das ist terrible von mir. Weil das hier ist gut, aber jetzt Harold zu machen ist ultra grief. Allein schon Jin kann uns aufhalten. Und der Harold bringt uns auch nicht so viel. Jetzt hier einfach basen, ganz entspannt. Basen, dann bitte laufen, Midwave catchen. Alles ist gut, Red. Stattdessen forcen wir einen Harold, was richtig bad ist. Ohne dass Midwave geklärt ist, ohne alles. Einfach so. Forcen for no reason. Nami stirbt und jetzt overfight ich auch hart. Das ist unfightable, Red. Rengar trollt aber auch hart, ne? Rengar sollte einfach hinter uns laufen. In den Busch und dann aus dem Busch rausspringen. Ich höre, es ist fightable, wenn er fightet. Imagine, Rengar würde jetzt mitfighten. Er fightet jetzt erst mit. Aber dann ist der Maokai auf jeden Fall auch tot, wenn der Rengar mitfightet. Das ist trotzdem ein terrible Play. Ich muss Plays abcallen. Ja, okay, ich habe den Philips einfach nicht gesehen, ne? Bin halt blind. Habe halt nicht gesehen, dass der Rengar neben dem Fiddlesticks steht und den Fiddlesticks kaputt haut. Hätte ich das gesehen, hätte ich den Fiddler einmal queuen können. Jetzt der Nash. Armin, das Problem ist jetzt, dass unser Kay nicht mehr spielt, ne? Warum spielt sie nicht mehr? Weil Rengar sich jetzt einfach die Top-Wave nimmt, ne? Ohne Gesinn. Er trollt halt. Er trollt die Kay. Die Kay teleportet auf der Stelle. Geht dann Base. Verkauft jetzt ihre Items für Seals. Jin hat da geintet, Fiddlesticks hat geintet. Das Ding ist, wenn unser Kay jetzt nicht trollen würde, können wir das Spiel gewinnen. Das ist halt das Lustige, ne? Actually ändert es so viel. Wenn unser Kay nicht auf der Stelle TP'd wäre und normale Items hätte, er auch noch Frust ultet da, ne? Sie hat auch noch Frust ultet. Und jetzt einfach, nachdem wir zwei Leute Mitte töten, einfach normal spielen würde und wir jetzt Nash machen würden mit der Kay, mit TP zusammen, dann ist das Game halt absolut winnable, ne? Jetzt versuche ich hier den Nash noch irgendwie zu kriegen, was die Tristana dann irgendwann auch noch schnallt. Ich glaube, das ist sogar das korrekte Play, ganz ehrlich. Ich kann jetzt rausgehen, aber wenn wir diesen Nash verlieren, haben wir das Spiel verloren. Deren Jungler ist nicht da. Ich glaube, hier Nash zu hitten ist absolut gut. Ich glaube, es ist legit gut, hier Nash zu hitten und zu versuchen, Nash zu finishen und zu haben. Wenn ich Nash kriege, können wir das Spiel noch gewinnen, somehow. Auch wenn unser Kale trollt, right? Wenn wir Nash verlieren, ist das Game instant vorbei. Jetzt haben die fünfmal Nash und jetzt ist das Game auch vorbei. Ich tap und drücke auf Surrender, aber es war einfach over jetzt. Gegen Nash machen wir nichts. Sangin auf Advats. GP Global Ult, Diana Ult, Diana Yasuo Ult, Combo. Ich darf nie Diana ultet werden, wenn Yasuo noch Ult hat, sonst bin ich einfach dead. Muss ich immer flashen. Yasuo drittes Q. Ja, alles da WQ, alles da E. Fair Trade. Das zu missen sagt natürlich ein bisschen. Samira kann nicht spielen, weil sie dumm ist. Jetzt sind die richtig fucked. Das hatte ich gehofft, dass Samira so spielt, wie sie spielt. Aber jetzt sind die fucked. Da hat Samira schon ihr ganzes Leben verloren, bevor die World Level 2 werden. Nicht gut von ihm. Das ist halt nicht mal Combo, Bro. Okay, haben einen Gank gut weggetankt. Ist das krass. Das ist gut, er steht gut, ist gut. Es ist keiner Wind von denen jemals, ne? Hat gleich wieder Combo. Ain't no way, dass ich so sterb. Ach man, hab so aggressiv gespielt. Ich mein Lane hart. Wir haben einmal sehr schlecht Trades gespielt, gerade mich alles da kommen und lassen von no reason, wenn wir keinen Jana-Tornado hatten. Sehr bad. Oh, mir taggt sie random den fucking Cannon, Bro, ich kann das nicht. Aber! Ich muss die Mike und. My bad, ich hätte sie hätte der Mike und müssen. Jetzt sind wir richtig fucked. Oh mein Gott! I.
Ich muss im Icon und so hart, Bro. Alles da ist nicht hier, Jenna ist gleich da. Hart kontrollt, wir haben alles ab auf Jenna. Wir haben alles ab, wir haben keinen Mana. Okay, warte. Ich kann nicht davon ausgehen, dass Jenna so bad ist, oder? Ich kann nicht davon ausgehen. Wie schlecht ist sie? Das ist crazy. Wo ist der Tornado? Okay, nein. Ich kann davon gar nicht ausgehen. No way. Ich kann nicht davon ausgehen, dass meine Jenna einfach random Tornado einsetzt und den misst. Auf ein Target, was sich nicht bewegt. Wenn sie nur Tornado halten muss, bis Samira ultet. Nein. Das hier ist Diamond Dilo, right? Davon davon kann ich nicht ausgehen. Die Samira ist ultra bad. Ultra disgusting. Versucht zu 1v2. Ohne Grund. Sie weiß nicht mal, was 1v2 ist, während die alles dann Midlane Play macht. Meine Jenna ist zu schlecht, um mit Q Samira ult zu interrupten. Weil das ihr einziger Job dieses Game ist. Letztes Mal habe ich auch schon ewig gebraucht für Smolder in der Challenge. 3 Games, glaube ich. Und da war Smolder actually ultra Birken. Weiß nicht, was ich da suche. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ah, ich spiel schlecht. Das ist auch so boring, so ein Champ zu spielen, der so useless ist, man. Ich mach halt gar nichts. Aber, Digga, ich habe das Gefühl, ich kann nichts tun, ne? Ich habe keinen Supporter, literally. Gewinn Lane early. Und da muss ich halt den Diana-Gank antizipieren und muss passiver spielen, dass ich bei dem Diana-Gank nicht so viel Leben verliere. Die ich verloren habe, wenn wir keine Wards haben. Und ich hätte meine Ward nicht wasten sollen. Deshalb ist sacrificed. Wait. Oh mein Gott, sind die Gegner am Griefen. Wow, wir haben gerade so viel Zeit gewonnen. Weil die trollen komplett. Können wir jetzt nicht fighten? Echt gut. Das hier muss gut sein. Da ist es auch tot. Das ist auch tot, habe ich gesagt. Der Vego sperren auf. Wow, die Gegner trollen so hart. Wait a second. Winnable. Aber, achso, das ist Rain, nehme ich das für Jenna. Ich bin einfach schlecht. Ich bin so am Griechen. Oh mein Gott. Also, Samira macht so einen crazy Damage, ne? EQ, ich bin einfach weg. Krass, Mann. Hätte ich auch nicht, dass er so schnell stirbt. GG. Wieder los, wieder Zero Impact gehabt. Oh, das wird wirklich die spannende ABZ-Folge. Vielleicht so eine 5-Minuten-Folge oder so. Ja, es passiert einfach nichts, diese Games, ne? Es passiert nichts. Ich gewinne Lane, krieg First Blood und danach werde ich Turbo campt und spiele schlecht drumherum, dass ich Turbo campt werde und habe dann Zero Impact später im Game. Ja, sogar verhältnismäßig viel Schaden gemacht, ich habe auch viel gepokt am Ende. Ich glaube, ich habe 3 Items mit 225 Stacks, man schon okay. Strong. Ich sollte nicht diesen Ward hier setzen. Jenna sollte eigentlich nicht diesen Ward setzen, aber der Ward war anscheinend gut, weil dadurch haben wir einen guten Trade hier bekommen. Wir sollten hier die jetzt runterlaufen eigentlich, ehrlich gesagt. Wir sollten ja einfach immer weiter auf Samira einprügeln, glaube ich. Samira hat Q gestartet. Wir sollten hier jetzt einfach längs kiten und die bis nach Narnia Shazon töten. Jenna wollte nur den kurzen Trade nehmen. Hätte ich dann auch nehmen sollen, nur den kurzen. Aber trotzdem guter Trade. Dieser Ward ist richtig useless. Den Ward sollte ich niemals setzen. Ah ja, wir zerstören die komplett in Lane. Haben jetzt aber keinen Ward, right? Das heißt, wir crashen diese Wave und jetzt sollen wir einfach chillen. Weil unser Vego ja Top-Lane pfft, for no reason, right? Weil er dumm ist. Pfft jetzt in der GP-Chain-Lane. Ah, jetzt sieht er die größte Kill-Pressure. Sagt aber für uns, weil wir Lane super hart gewinnen. Und Diana Bot perfen wird. Weil Diana ja Botlane Dings da hat. Das Ding ist Botlane 2v3 und wir auch hart gewinnen, right? Weil wir in einem extremen Health-Advantage sind. Normalerweise in dieser Lane. Das jetzt auch, liegt auch daran, jetzt, dass der mir hart getrollt hat. Normalerweise vielleicht nicht. Es ist schon okay, hier top zu perfen. Wir müssen ja nur drum rumspielen. Und jetzt spielen wir weiter aggressiv in deren Gesicht. Um die zu punishen, ne? Obwohl wir halt nicht wissen, wo Diana ist und Diana Easybot perfen sollte hier. Jetzt kommt Diana. Wir sind aber fein. Der Trade ist auch okay. Wir verdienen nicht mal so viel Leben. Ist auch noch okay. Jetzt fällt. Ja, ist alles da drin. Jetzt Samira oder Exos und so. Samira stirb ich da einen Minion da. Wenn das Soul in, wenn Diana da ist, ist bad, right? Ich spiele einfach nicht gut darum herum, dass ich
dass ich Weakset bin, dieses Game Right, das ist das größte Problem. Ich spiel einfach nicht darum herum, dass ich Weakset bin. Das ist mein größtes Problem. Ich muss dritte Wave crashen into... Was soll ich machen? Weil ich muss einfach akzeptieren, dass ich Weakset bin, right? Das akzeptiere ich nicht. Und deswegen ist das Game so schwer. So, jetzt ist ja alles fein. Jetzt sollten wir einfach chillen. Ich darf meinen Ward nicht wasten, wenn ich einen Ward im Dingstar, im River hab, dann können wir so spielen. Oder ein Dreierbusch. Gegen die Lena. Ansonsten können wir nicht so spielen. Jetzt sollten wir einfach turbo hart chillen. Bis wir entweder in der Topside sehen. Oder wieder ein Ward haben. Und jetzt troll ich hart. Lass mich ja alles da kombon. Weil wir keinen Tornado hatten, ne? Nein, Exhaust ich nicht Samira-Kombo. So ein Exhaust die random. Ich meine, sie hat Cleanse, aber. Ja, wir sind nicht schnell genug für Cleanse. Ja, ich bin hier für Lane-Dominant spielen als Smolder. Das ist irgendwie auch richtiger Quatsch, ne? Ja, ich habe dreimal Smolder bekommen. Immerhin, I guess. Boah, es wären richtig schlechte Placements, Mann. Warum ich so einen schlechten Champions-Placements? Smolder legit der Champion der niedrigsten Winrate gerade? Auf ADC? Ja, ich spiele den scheiß Champion mit der schlechtesten Winrate auf ADC. Cho'Gath ADC hat 3% höhere Winrate als Smolder. Ist das krass, Digga. Das gefällt uns einfach drauf. Ach du Scheiße, bin ich schlecht. Darauf warten, dass Swain erst trifft und darauf verloren. Warum ich hier mitgenommen, dieser Lane? Wir können Lane doch gar nicht gewinnen. Ja, aber Ghost spielen sollen, Digga. Oder TP. Ganz vergessen, wie fucking useless Swain in Lane ist. Und verglichen mit Nami. Scheinbar komplett useless. Oh, das ist huge. Zwar Tower genommen, die ist richtig boosted. Oh mein Gott, das hat mich getroffen, Digga. Digga, First Blood alle drei Games. Bin's auch tot. F steht da, schau, nächste F kriegen wir nicht rein. Die Base, bro. Schön, jetzt können wir die Werf reinpushen. Okay, ich habe dreimal First Blood bekommen in allen drei Games. Also ob ich jetzt vielleicht mein Game carrying kann, wenn ich First Blood kriege. Oder wieder reingriefe. Die haben auch echt den einzigen Weg gefunden, wie sie in Lane sterben können, ne? Die MF, die sich unterm Tower ehen lässt von Swain. Und dann sich einen Tower-Shot kennt. Das war der einzige, wie wir in dieser Lane töten können. Unsere Lane ist so weak. Weil ich auch niemals hätte hier spielen sollen. Ach du Scheiße. Schade, mein Sven trollt extrem hart. Hätte nicht für den Kill gehen sollen. Kann man Schaden nicht einschätzen. Warum eh ich nicht raus? Warum bin ich so ein Bastard und eh nicht? Er geht für sie. Ich dachte, wir gehen für die andere Person. Oder? Ach schon, komm. Das Ding ist, wir haben keinen All-In, Bro. Wir haben keinen All-In in unser Team-Comp. Das war Wave Flash. Volk ist da. Wie Drake eigentlich. Ich schaue ein bisschen deep gegangen. Oh, die Schwert, what? Wir werden so gefickt. Oh mein Gott, der Dessert hat uns so, oh mein Gott, der hat uns so gefickt. Oh mein Gott. Nein, er pennt uns aber nicht. Das gewinnt er schon. Oh. My bad, man, wie kann ich mich da jetzt hinqueen lassen? Ach, Digga, es war viel dritter Drake für uns. Und dann int ich. Ah, ich bin so schlecht. Da habe ich nur die Sinqueen lassen und nichts von all dem passiert. Wir gehen einfach zum Drake und kriegen viel Drake. Fuck man. Das ist auch richtig bad hier. Der Shen infidet. Dann ist einfach tot.
Haben halt literally keine Map, ne? Wir dürfen halt nicht Nash geben. Disengagen, Jungs, disengagen. Das ist genau das Gegenteil von disengagen, Warwick, das ist engagen. Positive ist, die haben keinen Nash bekommen. Dass der Warwick da rein ultet, gibt gar keinen Sinn. Er gibt wirklich gar keinen Sinn, er ist voll am Infiden. Gibt keinen Grund dafür, dass er da rein ultet. Aber wenn ich hier Worldwide kenne und meinen 225 Stacks, dann würde ich gerne mal sehen, wie ich Fights spielen kann. Right? Weil dieses Game bin ich relativ on curve, ist fein, bin nicht zu behind, ist auf jeden Fall playable, das Game. Wir brauchen TP, ich ping so viel ich kann, damit wir TPen. Muss aufpassen, wo ich den Kick. Oh wait. Oh wait, der hat getrollt. Wird einfach sterben. Unser Juste ist das krass. So crazy Juste ich bin, ne? Dass ich den nächsten Nash töten kann, ist krass. Egal, sie kann wieder keinen Nash nehmen. Geflasht, Wayward. Schön. Bisschen risky gewesen. Wenig zu flashen. Oh man. Giga Hardcore Losing aus. Das erste Mal das Gefühl, dass ich Schaden gemacht habe, habe ich auch die Sinkion lassen, weil ich ein Bastard bin. Fuck! Können die enden? Die kann ich enden, oder? Bitte sagen, dass sie nicht enden können. Geh Base! Ach schon, geh Base! Aber wir wollten verlieren, oh mein, wir haben gerade für Tier 2 das Game verloren. GG. Ja, für Tier 2 das Game verloren. Nice. Jetzt sag schon, da schön. Champion. Ach man, 52 das Game verloren. Das Game ist nicht vorbei, wenn der Akshan nicht. Oh, wenn der Akshan weiß, ist das Game nicht vorbei. Oh, er kann einfach reagieren. Oh, nee. Ach man, Alter, ich das erste Mal, dass ich das Schaden gemacht habe gerade. 3 Games Small, dann 0 Wins. Ein Dodge gehabt, deswegen minus 5 AP. Ich war auch der Erste, der seine Placements mit minus 5 AP beendet. Nice, Bro. Okay, ich habe 3 Games mit First Blood gestartet und 3 Games hatte ich 0 Impact. 0, right? Ich habe 3 Games gespielt, 3 Games 0 Impact gehabt, 3 Games verloren, alle 3 Games First Blood gehabt. Mit einem Champ, der keine Lane besitzt. Respektlos, Digga. Und jetzt trollt mein Swain komplett, right? Er macht weh, er misst eh und läuft trotzdem weiter in die Gegner rein. Er misst eh und läuft trotzdem weiter in die Gegner, das ist crazy. Was ich hier aber falsch mache, ist, dass ich jetzt mein Positioning so trolle. Right? Was ich hier machen sollte, erstmal sollte ich hier stehen, neben dem Swain, right? Obwohl, das ist okay, dass ich jetzt hinter ihm herlaufe, falls er den Nami trifft, damit ich den Nami traden kann und dass er im F mich tradet, ist okay. Aber jetzt sollte ich wieder abworken. W ist okay, ich slow beide. Und jetzt sollte ich halt full auf MF gehen. Ich sollte rein ehen auf MF, denke ich. Bei dem MF full focus Swain, das heißt, ich sollte jetzt rein ehen auf die MF, um meinen Swain zu schützen. Stattdessen Q ich aber Nami. Wenn ich aber rein ehe und full auf MF gehe. Da muss sie früher flashen, right? Da muss sie früher rausflashen und ich sterbe nicht. Nee? Und ich bin jetzt nicht so. Und ich bin nicht so in Gefahr zu sterben, glaube ich. Weil die MF dann nicht so lange mich reintraden kann und ich generell nicht so low bin. Und dann kann ich nicht sterben. Die Nami trollt übrigens ihren Flash. Mir ein W tötet sie ja nicht, glaube ich. Ja, sehr bad von mir. Muss immer, wenn die Gegner auf meinen Supporter gehen, muss ich auf den ADC gehen, right? Jetzt kommt der Shen, ich ahne es ein bisschen spät. Da gehe ich einfach nicht aus der MF-Bolt raus, for some reason, right? Ich sollte hier instant raussehen einfach. Dann kriege ich hier fast gar keinen Schaden. Jetzt denke ich, gehen wir auf Nami. Ich spiele es super, viel zu passiv, ne? Ich könnte hier vorne stehen und Nami outdeck-tunen, wenn mein Shen so nah dran ist. Ich denke, wir gehen auf Nami, ist aber Troll. Ich sollte einfach auf MF gehen. Jetzt ulti ich. Ist aber eine Wasted Ult, ehrlich gesagt. Ich muss da nicht ultien. Ist eine Wasted Ult gewesen. Und das kommt mir jetzt noch. Jetzt fickt es mich, dass ich meine Ult gewastet habe. Ein sehr, sehr schlechter Trade von der Nami hier.
auf mir. Ich werde sehr gut in sie rein. Ich hätte sogar Inson am Ende, right? Jetzt out der Q und jetzt sollte ich reinehen. Hinter ihr her ihn. Haben wir auch Vision auf ihr. Weil die ist so low, als wir einen Trade gewinnen werden. 100%. Stell euch vor, ich hätte jetzt Smoldold gehabt. Man hätte ihn nicht gewastet. Sehr sicher, dass wir mindestens eine Person töten. Oh mein Gott, hier verliere ich das Spiel so hart. Das war der größte Fehler, den ich gemacht habe, dieses Game. Dass ich hier nicht hinter den Warwick laufe. Weil die Sinn kann ruhig Warwick treffen mit seiner Q. Das ist gar kein Problem. Er darf nur nicht mich treffen, right? Actually darf er auch nicht Warwick treffen mit Q. Ich darf ihn einfach gar nicht chasen. Warum bin ich so horny? Ich darf überhaupt nicht chasen. Wir müssen einfach Drake spielen hier. Hier ist das Game eigentlich Giga gewonnen. Und jetzt lassen wir uns von den Sinn Quadra killen. Das spuckt komplett unsere Ehre. Dadurch kriegen wir auch nicht den Drake. Sonst hätten wir drei Drakes gehabt. Ah, weil ich mich die Sinn Q'en lasse. Ich bin so schlecht. Also ich muss wirklich aufhören, mich Lee Sin Q'en zu lassen, ne? Ich kann es ja auch eh. Hier verliere ich Flash, weil ich Lee Sin Q'd wurde. Ist, glaube ich, eine ganz okay Ult. Macht ganz okay einen Damage, ja. Das Ding ist, Ray ist hinter mir, deswegen ich da über die Wand, um Camille zu finishen. Das ist eigentlich ganz gut, glaube ich. Jetzt mache ich hier noch Welle. Kenny Sin da Auto-Tag Q'en können, glaube ich. Das ist crazy, wie ich Schaden nicht mache. Ich hätte da 100% töten müssen. Dodge, jetzt gehe ich aggressiv, aber ich Q instant. Ich könnte Auto-Tag Q'en hier, 100%. Auto-Tag Q'en into Veden. Weil Q'en Auto-Tag Range ist gleich lang, right? Ja, ich hätte Auto-Tag Q'en sollen, dann ist er tot. Ich mache trotzdem insane die wenig Schaden, right? Dafür, dass der keine Armor hat, ist das so wenig Damage, den ich mache mit zwei Items. Und jetzt habe ich das erste Mal das Gefühl gleich, dass ich Damage mache, dieses Game. Und dann ist Game instant vorbei danach. Instant. Das hier ist Grief von mir. Ich habe unterschätzt, wie viel Schaden die MF macht. Sie hat 4 Items, oder? Ich glaube, sie hat 4 Items. Ich bin ja super low und deswegen bin ich bei diesem Fight nicht dabei, weil ich von no reason upwalke zu MF. Sonst könnte ich von in diesem Fight von Anfang an dabei sein und ultra viel Schaden machen. Guckt euch an, wie viel Schaden ich jetzt mache. Ich bin actually ein Champ mittlerweile, ne? Ah, ist halt... Ich muss da Bluttrinket usen, right? Mach ich auch zu selten. Ich muss jetzt einfach Bluttrinket hier usen. Weil dadurch, dass ich die Sin nicht sehe, sehe ich nicht, wann sein Q kommt, kann es nicht sidesteppen. Und dieses Sin-Q fickt mich komplett. Aber guckt ja, wie viel Schaden ich gemacht habe, actually. So, ich habe actually ultra viel Damage gemacht, den Fight. Wenn ich da einfach nicht Sin-Q'd werde, bin ich auf jeden Fall nicht tot. Und jetzt geht Darkshine einfach nicht Base. Er muss jetzt nur Base gehen. Er muss jetzt B drücken und das Game ist nicht zu Ende. Aber er drückt nicht B. Danke für dann schon des kompletten Videos. Absolut ehrenwert. Das lief mal richtig scheiße, würde ich sagen. Ja, wir greifen Smolder bei der nächsten A-Z-Folge wieder an. Wird extrem krachen, glaube ich, wenn ich bis dahin irgendwie noch einen Hotfix-Buff kriegt, weil der Champ fühlt sich absolut schlecht und ich habe auch alle drei Games sehr schlecht gespielt. Also ich möchte mich da nicht außen vor nehmen. Wenn ich besser spiele, gewinne ich safe eins der Games. Dementsprechend ist es auf jeden Fall auch winnable. Und ja, in der nächsten A-Z-Folge wird es dann wieder Smolder geben. Ich hoffe, ich schaffe ihn. Er wird aber auf jeden Fall auf dem Podest der Schande landen, weil insgesamt haben wir jetzt 6 Games Smolder gespielt. Da kommt dann das 7. dazu. Und als kleiner Hinweis werde ich noch Corki mit aufnehmen in die ABZ-Challenge, weil Corki jetzt durchaus playable ist auf ADC. Dementsprechend werde ich ihn dann noch irgendwie dazwischen mogeln, sobald er dran ist. Und ja, wer das Game des Tages von morgen nicht verpassen wollt, actually ist es gar kein Game des Tages, sondern es ist das erste Highlight-Video der Duo-Win-Challenge mit Ben. Ich habe mir überlegt, wir haben gerade eine Duo-Win-Challenge gemacht, die ging ewig. Also wir haben insgesamt 45 Stunden gespielt. Mit einmal schlafen. Die ging ewig, die will ich zusammenschneiden. Und ich dachte mir, ich fange erstmal an, damit League zusammenzuschneiden. Also wir haben versucht, ein Back-for-Back zu schaffen. Das versuche ich erstmal zusammenzuschneiden. Dementsprechend kommt dann morgen als erstes einmal ein League-Video und es wird dann in mehreren Parts kommen, sonst schaffe ich das ja auch gar nicht zeitlich. Also wird es erstmal ein paar Videos League geben beim Back-for-Back-Try. Aufgekattet, halt immer mehrere Games. Und danach gucke ich dann mal, dass ich die Win-Challenge generell, die Parts, die wahrscheinlich nicht so viele interessieren, ein bisschen kürzer halte, also die ganzen anderen Games, die wir gezockt haben. Und das dann peu à peu hochlade, weil ich es eigentlich schade finde, die Win-Challenge überhaupt nicht festzuhalten, weil sie auch so lang war und eigentlich auch eine Menge Spaß gemacht hat, viele Brüche dabei waren. Dementsprechend könnt ihr euch morgen auf Win-Challenge-Content freuen oder auch nicht. Und ja, wer das Video... Das erste Video der Win-Challenge verpassen, wo würde ich mich sehr über ein Abo und ein Like freuen. Und bis morgen. Kuss, Kuss. Schnaps wird weiter. Hallo, Winnie.
Ja, ich denke auch. Ich will ja. Du musst ein bisschen auf deine aufpassen. Ja. Sieht auch für mich hart in aus, ja. Ich bin halt ja, ich glaube, es ist Liebe.